Hallo meine Freunde, ich habe heute ein kleines Bonusvideo für euch. Das ist ein Fanfiction, was hat unsere fleißige Zuschauerin und Kommentiererin, das Tabasco-Fanatikerin, Tabasco sehr lecker, geschrieben hat, als Reaktionen auf das Video, mit, wo wir das eine Betrüger zu zweitem Mal verarschen. Da haben wir so bei Kommentaren ein bisschen hin und her schreiben. Da sagt sie, oh Gott, da kann man ja Geschicktes schreiben. Und dann habe ich gesagt, dann schreibe ein Geschickte. Und dann hat sie Geschickte geschrieben. Und das Geschickte möchte ich euch jetzt vorlesen. Das Ganze gibt bei Facebook auch noch mit Bildern. Das hat sie sehr schön machen. Und werde das einfach ein bisschen vorlesen. Weil das ist so mit sehr viel Insider, mit sehr viel Seitenhiebe auf das Kanal, auf das Callcenter, auf Charakter. Da könnt ihr einfach ein bisschen zuhören. Das heißt, der schlaue Ziegenhirte und der gierige Löwe. Ein einfacher indischer Ziegenhirte mit Namen Rakesh hütete in einem Wald seine Bergziegen und war des Lebens zufrieden. Außer ihm und seinen Ziegen bewohnten noch viele weitere Kreaturen den Wald, einige davon aber mit einem bösen Herzen. Eines dieser Tiere war Theo, der Löwe. Er durchstreifte täglich aufs Neue die Gegend und sprach mit den Tieren. Durch seinem Maul entfuhren nur Lug und Druck. Er lebte vom Betrug und hoffte, weiterhin genügend Opfer zu finden, denn eine ehrliche Arbeit war ihm zuwider. So kam es, dass er eines Tages den Ziegenhirten Rakesh traf. Er sagte, »Ich grüße Sie!« Der Hirte erwiderte, »Guten Morgen, wer sind Sie denn?« »Mein Name ist Theo Löwe und ich habe erfreuliche Neuigkeiten. Sie sind unter den 20 Bewohnern des Waldes, den ich alle Träume wahrmachen kann. Geld in Hülle und Fülle, ein Auto, und ich kann sie auf wunderschönen Reisen in ferne Länder bringen.« Der Hirte wurde hellhörig. »Ey, wie bin ich denn unter den Gewinnen gelandet?« Theo Löwe lächelte. »Sie haben sich mal bei einem Gewinnspiel eingetragen, und es scheint, dass Ihnen das Glück endlich hold ist, guter Mann.« Doch Rakesh, der Hirte, war zum Glück sehr klug. Er wusste, nie hatte er bei etwas derartigem mitgemacht. Und er wusste auch durch andere Tiere im Wald, dass der Löwe nie und nimmer nur mit 20 Kreaturen, sondern mit so vielen wie möglich Reichtum versprach, auf dass er sie um das Wenige brachte, was sie hatten. Auch hatte Rakesh gelernt, dass es hinterher schwer war, den Löwen zu fangen oder das Gestohlene wiederzubekommen, denn Betrüger wie Theo Löwe hielten ihren Aufenthaltsort immer streng geheim. So loggen sie sogar darüber, woher sie kamen, obwohl sogar der schwerhörige alte Maulwurf Hans im Wald an ihrer Aussprache eine ganz andere Herkunft ausmachen konnte. So griff der gescheite Hirte zu einer List und tat so, als glaubte er dem Löwen und jubelte über das vermeintliche Glück. »Oh mein Gott, das ist ja wunderbar«, sagte er. Theo Löwe glaubte sich seine Beute sichern. Er wollte auch Rakesh verarmen lassen und sich selbst bereichern. »Alles, was ich jetzt von Ihnen brauche, sind Ihre genauen Kontodaten und Ihre persönlichen Informationen. Wohin sonst soll all das Geld gehen?« Rakesh nickte. Der Löwe fuhr fort. »Und damit Sie keine bösen Steuern für Ihre gewonnenen Reichtum an den gierigen Staat bezahlen müssen, müssen Sie ein Magazin kaufen, das Ihnen die Steuer abnimmt. Sie können mir glauben, es bringt nur Vorteile. Das bisschen, was Sie für das Magazin zahlen müssen, das tut doch keinem weh.« Der Hirte, der schlauer war als der Löwe, wusste jedoch sofort, dass er damit etwas bezahlen müsste, das er sich nicht gewünscht hatte. Und dieses Geld würde an den Schreiber des Magazins nicht gehen, sondern an Theo Löwe und seine Kollegen. So nämlich wurden sie reich und die Opfer arm. Und natürlich gab es all das Geld, das Auto oder die Reisen überhaupt nicht. Die Gewinne waren nur erfunden. Also dachte Rakesh, wenn dieses Raubtier meint, mich anzulügen, dann schlage ich ihn mit seines eigenen Waffen. So soll er nicht von dem bisschen, was ich besitze, abhaben. Stattdessen stelle ich ihm etwas noch Wertvolleres. Zeit, die er brauchte, um die vielen Tiere weiter anzulügen. Rakesh gehorchte zum Schein und gab ihm viele ausgedachte Zahlen. Nicht einmal sein Geburtstag oder seine Wohnadresse waren echt. So wollte er Theo Löwe in die Irre führen. Zudem stellte er dem Löwen allerlei Fragen über das Magazin, das er bekommen sollte. So wünschte sich Rakesh am liebsten eines über seine Lieblingstiere, den Ziegen. Und er erzählte viele Geschichten aus seinem Heimatland und seines Hirtendaseins. Er wusste, dass Theo Löwe nicht interessiert war.
Hauptsache, ich stelle ihm die Zeit, dachte er. Gut, ich danke Ihnen, sagte der Löwe. In wenigen Tagen wird Ihnen die Post Unterlagen bringen. Diese werden alle sagen, was sie zum Gewinn wissen müssen. Und da warf Rakesh, der Hirte, inmitten seiner Ziege sich auf den Erdboden und lagte. Er lagte so laut, dass seine Ziege nicht anders konnten, als mitzulachen. Ja, jedes Tier im Wald bekam es mit und lachte mit. Die Luft war erfüllt mit Gelächter. Nur einer lachte nicht. Der Löwe. Der blickte verwirrt auf den Ziegenhirten, dem schon die Tränen in den Augen standen. War es einfach die Vorfreude auf den vermeintlichen Gewinn? Mein Löwenfreund, ich habe dich nur reingelegt, sprach Rakesh, als er seinen Atem wiederfand. Nichts von dem, was ich dir erzählt habe, ist wahr. Alle meine Bankdaten, meine Wohnort und was sonst noch. Alles stimmt nicht. Ich habe dich nur so lange wie möglich aufgehalten. Da wurde die Bestie rot vor Wut. Er bemerkte, dass er aufgeflogen war, und er log nur weiter. Wie meinen Sie das? Sie reden Unsinn. Das viele Geld, die Reisen, das Auto, das gibt es gar nicht. Du willst mir nur ein Heft andrehen, für das ich teure bezahlen muss. Nur du würdest dabei reich werden, nicht ich. Viele Tiere haben schon für dir und deinen Gesellen gewarnt. Ich sorge dafür, dass noch viel mehr davon erfahren und nicht auf deine schmutzigen Tricks reinfallen werden. Und solltest du mich noch einmal ansprechen, werde ich dir nur noch mehr Zeit stellen. Theo Löwe raste vor Wut und ärgerte sich über diese Niederlage. Es ging nun sogar die Sonne herunter, und bis dahin hatte er sich mit Rakesh herumgeschlagen, der nur zum Schein ein einfältiger Hirte war, ohne dabei irgendetwas zu ergaunen. Und er würde es in der Zukunft schwerer haben, seine Opfer zu überzeugen. Wütend drehte sich das Raubtier um und verabschiedete sich vom lachenden Schlaukopf mit allerlei Beschimpfungen und brüllte ihn an. »Sie sind eine Pfeife, Blit!« Dann trollte er sich knurrend und war bald nicht mehr zu sehen. Die Tiere des Waldes kamen aus ihren Baus, ihren Nestern und ihres Verstecken hervor. Alle hatten mitbekommen, wie der kluge, einfache Ziegenhirte den scheinbar freundlichen und starken Löwen überlistete. Sie lachten und jubelten noch lange danach. Und Rakesh, der Hirte, hütete seine Ziegen und war zufrieden über eine weitere gute Tat. Ende. Und ich finde, das musste man einfach mit euch teilen, weil da hat sich jemand sehr viel Mühe gegeben. Ich werde noch einen Link zu PDF in die Beschreibung packen, da könnt ihr das angucken. Und es ist auf jeden Fall sehr schön, wenn jemand möchte so Bild machen oder Geschichte schreiben. Ich werde das veröffentlichen, auch gerne mit eurem Namen. Und ich bedanke mich nochmals bei unserer Tabasco-Fanatiker. Ich habe dir drei Ziegen schicken und ich wünsche euch alles schönen Abend.